Freunde, euer Simon hier. Es ist Mittwoch. Wir haben selbstverständlich Thema Ernährung. Meine lieben Freunde, wir stehen hier wieder mal in meiner kleinen Küche und es gibt ein fantastisches Rezept. Und zwar gibt es heute die leckerste, saftigste und eigentlich auch einfachste Frikadelle, die ihr euch so machen könnt. Sowohl für die ketogene Ernährung als auch für eine Fitnessernährung, High Protein, Low Carb, weil wir haben hier praktisch keine Kohlenhydrate und bei der ketogenen Variante haben wir etwas mehr Kalorien aus Fett als aus Eiweiß und eben keine Kohlenhydrate. Bei der anderen, bei der Variante haben wir eben sehr viel Eiweiß, recht wenig Fett und auch keine Kohlenhydrate oder so gut wie keine Kohlenhydrate. Drei Frikadellen, ich blende euch ganz kurz die Nährwerte ein. Für die ketogene Variante haben wir ungefähr für die drei Frikadellen 570 Kalorien in etwa. Wir haben 65 Gramm Protein, 1 Gramm Kohlenhydrate und ungefähr 33 Gramm Fett. Ihr wisst, 1 Gramm Fett hat ungefähr 9,5 Kalorien ungefähr, 1 Gramm Eiweiß ungefähr 4. Das heißt, wir haben mehr Kalorien aus Fett als aus Eiweiß. Warum das gut ist, warum ich das zum Beispiel gerade mache, ihr wisst ja, ich mache gerade die ketogene Ernährung, habe ich auch im letzten Video schon gesagt, das heißt, ich mache gerade die ketogene Ernährung aus ganz vielen Gründen, aus wirklich vielen gesundheitlichen Gründen, auch für mich so aus diesen konsequenten Gründen, wirklich mal komplett auf Kohlenhydrate zu verzichten, wirklich um den Körper mal so richtig zu entleeren, um die Speicher mal zu entleeren, um die Insulinsensitivität zu verbessern, insgesamt auch einfach mal auf diesen ganzen Süßkram, auf dieses ganze Gebäck und so komplett zu verzichten. Mir macht es es leichter, einfach komplett zu verzichten, also ein bisschen zu verzichten. Einfach mal wirklich mich ketogen zu ernähren. Gar nicht groß als Diät, um abzunehmen, sondern wirklich mal, um den Körper in die Ketonproduktion zu schieben. Und dafür brauchen wir eben etwas mehr Fettkalorien als Eiweißkalorien. Und wie gesagt, das hat super, super, super viele Vorteile. Und so ein Rezept ist eben ein Rezept, was es mir super leicht macht. Das ist so lecker, so köstlich, so saftig. Und die ketogene Variante ist auch leckerer als die nicht-ketogene Variante. Solche Sachen schmecken besser in der ketogenen Variante, weil wir eben mehr Fett haben, weil Fett eben auch ja, saftig ist, auch so ein Geschmacksträger ist. Aber auch die andere Variante schmeckt fantastisch, auch saftig, auch ganz, ganz tolle Nährwerte. Bei der anderen Variante haben wir nämlich ungefähr 440 Kalorien, 71 Gramm Eiweiß bei diesen drei Frikadellen, 3 Gramm Carbs, also auch fast nichts und nur 15 Gramm Fett. Bei so einer Saftigkeit, wenn ihr das wirklich mal mit anderen Frikadellen vergleicht, irgendwie, wo wirklich sehr, sehr viel gesättigte Fette drin sind, wo wirklich super viel triefendes Fett drin ist, die dann aber auch oft sehr trocken werden. Ich finde, besonders wenn man so mit Rindfleisch sich Frikadellen macht oder so, werden die wirklich so ein bisschen schuhsohlig und so weiter. Hier mit ein paar Tricks, ich werde euch gleich wirklich auch ein paar kleine Hacks sozusagen zeigen, wie das unfassbar saftig bleibt und von außen knusprig. So, das sind die Nährwerte. Wie gesagt, kurz zur ketogenen Ernährung. Schaut euch die ganzen Videos an. Warum, für wen? Ich kann es einfach nur jedem empfehlen, es mal auszuprobieren. Ich sage nicht, dass es für jeden das Perfekte ist, aber probiert es mal aus. Viele fahren mit der ketogenen Ernährung einfach wahnsinnig gut, wahnsinnig schön, haben lange Konzentration, sind lange fit, wirklich. Also es gibt ganz, ganz viele Vorteile und ich mache es immer wieder mal. Und jetzt freue ich mich wieder mit solchen Rezepten. Einfach fantastisch, also wirklich absolut genial. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen Hähnchenbrustfilet. Ihr kennt hier selbstverständlich meine Meinung. Am besten vom Bauern nebenan oder irgendwo vom Metzger nebenan, dem ihr vertraut, wo ihr wirklich wisst, wo das Fleisch herkommt. Ich würde besonders beim Hähnchen sehr stark darauf aufpassen. Und dadurch, dass wirklich die Supermarktpreise so nach oben geschossen sind und ich finde Metzgerpreise nicht ganz so, finde ich, kann man jetzt noch vielleicht noch eher tatsächlich mal wirklich hingehen und sich das mal selten gönnen, aber dafür was Gutes. Hier kennt ihr meine Meinung. Also wir brauchen für die drei Frikadellen ungefähr 200 Gramm Hähnchenbrust. Das ist so eine kleinere Hähnchenbrust. Großer, großer Tipp, friert sie ein und dann nehmt ihr sie eben raus. Und ihr könnt sie wirklich, ich habe es auch im Mixer versucht, es ist kläglich gescheitert. Also in so einem Mixer geht es nicht. Auf so einer Reibe geht es. Ich werde gleich kurz sagen, warum das so unglaublich gut ist, weil es bleibt wahnsinnig saftig. Ich habe das irgendwo auch mal bei YouTube irgendwo gesehen und es funktioniert tatsächlich. Also es ist viel saftiger, wenn ihr euch, und das geht auch recht schnell, viel, viel saftiger, viel frischer, als wenn ihr zum Beispiel das Ganze als Hack kauft. Wenn man das als Hack schon kauft, finde ich, schmeckt es schnell muffig und wird trocken. Interessanterweise, wenn ihr es einfriert und einfach runtersäbelt, ist das so saftig, so frisch. Ich finde, dieser frische Geschmack einfach ist ganz was anderes tatsächlich, als wenn ihr das als Hack irgendwie holt. Großer, großer, großer Tipp von mir. Wie gesagt, einfrieren und dann einfach runterraspeln. Also 200 Gramm, so eine kleinere Brust, 30 Gramm. Entweder den fetten Mozzarella gerieben oder für die andere Variante eben den Low-Fat Mozzarella gerieben. Also einfach den Light. Kein super irgendwie komplett ohne Fettkäse, sondern normal den Mozzarella Light gerieben.
Und wie gesagt, ein Ei brauchen beide. Und ansonsten für die fettige Variante normales Mandelmehl, also nicht entöltes. Wir brauchen das Fett und eben aus der Mandel haben wir fantastische Fettsäuren und aus dem Ei auch und eben aus dem Käse nur gesättigt. Das heißt, es ist viel gesünder als eine normale Frikadelle, wo ihr alle Gesättigten eben nur aus dem Fleisch holt. Oder eben praktisch das Ganze entölt. Es gibt Mandelmehl auch entölt, teilentölt und komplett entölt. Da haben wir wenig Fett in dem Mandelöl und super, super, super viel Eiweiß. Also ab und auch keine Kohlenhydrate. Und es bindet viel besser als so ein Brötchen oder schmeckt auch tausendmal besser. Wie gesagt, und viel, viel, viel mehr Eiweiß, viel, viel tollere Inhaltsstoffe. Ich weiß, es ist teuer, aber mir ist es absolut wert. Holt euch das vielleicht ruhig mal in einer Großpackung oder so, dann ist das nicht ganz so teuer. Mandelmehl solltet ihr da haben. Spätestens, wenn ihr die ketogene Ernährung macht, müsst ihr Mandelmehl da haben. Ihr wisst ja noch vom letzten Rezept, was man sich da Fantastisches machen kann. Es kommen noch viele Rezepte, also freut euch da. Abonniert den Kanal unten auf jeden Fall. Es kommen ganz, ganz fantastische Rezepte noch, wenn ihr solch einen Rieseneimer mit Mandelmehl geholt habt. Jetzt rede ich wieder viel, aber wenn ihr so einen Rieseneimer habt, da kommen noch viele Rezepte eben mit Mandelmehl, weil es sowohl ketogen als auch für Nicht-Ketogene einfach ein fantastisches Lebensmittel ist. So, das brauchen wir noch. Ein Ei, habe ich gesagt, ein bisschen Salz und das war's schon. Wir brauchen sonst nichts. So, wie gehen wir vor? Wirklich einfach mal das Hähnchen eben einen Tag vorher einfach oder haltet euch einfach, holt euch ein bisschen mehr vielleicht, wenn es irgendwo im Angebot ist oder packt euch das dann ins Eisfach, dann bleibt das super lange frisch. Eine Brust rausholen und wie gesagt, lasst es etwas antauen. Am Anfang sehr, sehr schwer, lasst es etwas antauen. Ich habe wie gesagt alles probiert, so ist es am besten. Etwas antauen lassen und dann das Ganze runter. Ja, runterraspeln sozusagen, bis ihr eine kleine Hähnchenbrust ungefähr geraspelt habt. Das Ganze kommt dann in eine Schüssel, da kommt ein Ei rein, da kommt 30 Gramm eben Mozzarella nach Wahl und 30 Gramm vom Mandelmehl nach Wahl. Das Ganze wird vermengt, etwas Salz, nicht zu viel, ich habe zu viel reingepackt, etwas Salz, sonst braucht ihr keine Gewürze, die Geschmäcker sind so fantastisch. Das Ganze wird geknetet, macht euch drei Frikadellen draus, Pfanne raus, ein bisschen Kokosfett mit rein, drei Frikadellen formen. Nicht zu heiß machen den Ofen, weil wir wollen ja, dass es gut durch ist. Das heißt so zwei Drittel Stufe ungefähr. Goldbraun, wenn es goldbraun ist, umdrehen, nochmal goldbraun. Geht super, super schnell tatsächlich. Dann das Ganze runternehmen und ihr habt außen eine knusprige Frikadelle, innen die saftigste Frikadelle und leckerste, die ihr jemals probiert habt. Schmeckt wirklich wie eine Bulette, wie so eine richtige Frikadelle eben. Nicht so zähes Fleisch einfach, sondern einfach wie eine schöne, fluffige, saftige, köstliche Frikadelle und diese hier ist zigfach gesünder, egal in welcher Variante, zigfach gesünder als irgendwie so eine Schwein- oder Rinderfrikadelle mit Brötchen drin oder sowas, weil dann haben wir eben die Fette nur aus Gesättigten, wir haben das Brötchen mit viel Gluten, auch mit Kohlenhydraten und so weiter und ich finde, es wird auch nicht so lecker. Hier absolut fantastisch und gesund, deswegen ist das die beste, saftigste, leckerste Frikadelle, die ihr wirklich, wirklich machen könnt, wenn ihr Frikadellen esst. Wenn ihr Fleisch esst, auch hier, das ist jedem selbst überlassen, ob er Fleisch isst oder nicht. In der ketogenen Ernährung esse ich Fleisch und es ist für mich dann leichter, diese ketogene Ernährung durchzuziehen. Und aber für alle, die auch hier wirklich, auf dem Kanal gibt es kaum noch Gerichte mit Fleisch, aber viele essen von euch Fleisch und ab und zu sehe ich da wirklich auch kein Problem. Und aus gesundheitlicher Sicht sowieso nicht. Fleisch ist einfach sehr, sehr gesund. Da kann man nicht streiten. Aus ethischer Sicht, da kann man streiten oder auf jeden Fall diskutieren, ob es sinnvoll ist. Wie gesagt, hier aus der gesundheitlichen und leckeren Sicht absolut fantastisch. Die beste Frikadelle überhaupt. Also nachmachen. Meine lieben Freunde, Kanal abonnieren, bleibt dabei, schaut auf Facebook, Instagram vorbei und die besten Supplements Body Nutrition. Und bis dahin, euer Simon.